Psychische Belastung. Wann kann man im Job wieder durchstarten? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ratgeberfolge, liebe Betriebsratsmitglieder, liebe Vertrauenspersonen. Mein Name ist Lina Goldbach und ich darf mit euch heute gemeinsam dieses Thema etwas näher betrachten. Ja, psychische Belastung, glücklicherweise heute kein Tabuthema mehr, aber trotzdem stellt sich die Frage, wann geht's wieder los im Job? Egal, ob die psychische Belastung aufgrund des Jobs oder im privaten Bereich passiert ist, man muss trotzdem natürlich irgendwann wieder in die Arbeit zurück. Und die Frage stellt sich, wann ist der richtige Zeitpunkt? Jetzt kann man das Ganze aus ärztlicher Sicht betrachten oder eben, und das ist heute mein Job, aus juristischer Perspektive. Wenn ihr jetzt sagt, oh, das ist spannend, das ist interessant, da will ich mehr erfahren, dann schaut doch vorbei bei einem unserer Seminare zum betrieblichen Eingliederungsmanagement. Da gibt es sogar 3 Teile. Ja, wenn man sich dem Thema Zeitpunkt der Wiedereingliederung quasi aus oder nach einer psychischen Belastung widmet, dann geht man natürlich erstmal zum Arzt. Und was würde der Arzt einem sagen? Der sagt wahrscheinlich, es kommt drauf an. Interessanterweise ist das die gleiche Antwort, die ich als Juristin auch geben würde. Nur haben wir verschiedene Perspektiven, aus der wir das Ganze anschauen. Der Arzt meint natürlich, es kommt auf die Persönlichkeit des Einzelnen an, also auf die Situation, die Lebensumstände und auch den Job des Arbeitnehmers, der Arbeitnehmerin und natürlich auch die Belastung an sich. Wenn ich als Juristin sage, es kommt drauf an, dann meine ich, es kommt drauf an, was der Arzt sagt, ehrlicherweise. Und aber auch, was sind die Rahmenbedingungen im Betrieb, am Arbeitsplatz. Ich kann Ihnen aber sagen, wann Sie auf gar keinen Fall wieder in den Job zurückkehren sollten. Das sind 3 Punkte. Der erste Punkt ist, das BEM-Verfahren wurde nicht durchgeführt. Paragraph 167 SGB 9. Wenn der Arbeitgeber noch kein BEM-Verfahren durchgeführt hat, ist das ein Indiz dafür, dass er sich wohl weder mit ihrer Arbeitsunfähigkeit und auch den Rahmenbedingungen an ihrem Arbeitsplatz befasst hat. Punkt 2. Der Arbeitgeber lehnt ein Wiedereingliederungsverfahren ab. Gerade wenn Sie eine psychische Belastung hatten und deswegen arbeitsunfähig sind, ist es wichtig, dass Sie sich langsam, schrittweise wieder Ihrer Arbeitstätigkeit nähern. Und der dritte Fall wäre, wenn Sie eine Überlastungsanzeige gemacht haben und der Arbeitgeber diese einfach wortlos abgelehnt hat oder sich vielleicht auch gar nicht geäußert hat. Denn auch das ist ein Indiz dafür, dass er sich wohl nicht wirklich mit der Situation bei Ihnen persönlich, privat oder auch am Arbeitsplatz befasst hat. Deswegen würde ich Ihnen jetzt aus juristischer Sicht raten, hören Sie gut auf sich selbst, hören Sie auf Ihren Arzt, sorgen Sie gut für sich selbst. Und sollte der Arbeitgeber diese 3 Punkte nicht eingehalten haben, dann gehen Sie lieber nochmal zu Ihrem Betriebsrat, gehen Sie lieber nochmal zu einem Anwalt, sprechen Sie die Situation durch und klären Sie, wie Sie dann und wann Sie dann in den Job, an den Arbeitsplatz zurückkehren. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann abonnieren Sie doch unseren Kanal und schauen Sie sich vielleicht auch das Video an. Kann und darf ich einen Anwalt zum BEM-Gespräch mitnehmen? Wir würden uns natürlich auch sehr freuen, wenn wir Sie auf einem unserer Seminare oder Webinare begrüßen dürfen, zum Beispiel zum betrieblichen Eingliederungsmanagement. Bis hoffentlich ganz bald.